Meine Damen und Herren, liebe Adler-Fans, nach dieser beeindruckenden Hauptrunde mit der Qualifikation für die Champions Hockey League und den Tabellenplatz 1 ist es unser innigstes Bedürfnis und größtes Anliegen, euch allen von ganzem Herzen Danke zu sagen. Völlig egal, ob Stehplatz, Sitzplatz oder Loge, egal ob Dauerkarteninhaber oder Gelegenheitsbesucher, egal ob seit Jahrzehnten oder erst seit kürzlich mit dem Adler-Virus infiziert bist. Egal ob jung, ob alt, ohne euch hätte der Sport kein Drittel. Ohne euch wäre unser Leben nicht blau-weiß-rot. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Deshalb sagen wir heute Danke. Danke an alle Auswärtsfahrer, die sich bei 15 Grad Celsius in die Arenen Deutschlands stellen und bis morgen um 3 Uhr unterwegs sind. Danke an alle für den betrieblichen Aufwand in dieser Saison und in den vergangenen Jahrzehnten. Danke an alle für die Zeit, die Woche für Woche, Jahr für Jahr geopfert wird. Für uns, für den Club, für Mannheim. Danke an alle für die Leidenschaft, die uns entgegengebracht wird. Danke an alle Spender und Helfer, ohne die unser soziales Engagement und der reibungslose Ablauf während der Heimspiele nicht möglich wäre. Danke an alle Heimfans, die nur einen Steinwurf von der Arena entfernt wohnen oder unzählige Kilometer zurücklegen, um die Adler zu sehen. Danke an alle für den letzten Cent, den ihr aufbringt, um Teil der Adler zu sein. Danke an alle für die Treue, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Danke an alle Organisationsteams innerhalb der Fanszene für die Planung und Umsetzung von Aktionen jeglicher Art. Danke an die Fandienstschreiber. Danke an alle, die ihr Leben den Adlern unterordnen und für die Adler mehr sind als nur ein Sportclub. Danke an alle Farbenbekenner, blau, weiß, rot. Und danke an alle Mitarbeiter und Dienstleister. Ihr seid großartig, vielen Dank an euch. Und nun erhalten einige Personen, die von einem Gremium aus Vereinsvertretern und Fanbeauftragten stellvertretend für alle ausgewählt wurden, die getragenen Trikots des Hauptrundensiegers unserer Spieler. Ich glaube, liebe eisige Freunde, wer diese Saison erlebt hat und schon einige Jahre in die Arena kommt, der hat gesehen, hier ist was zusammengewachsen. Nicht nur das Team, auch die Fans. Und wer in Augsburg war, hat erlebt, wie wir gemeinsam auf dem Feld waren, der weiß, wie ihm wurde. Und natürlich und ich glaube, liebe eisige Freunde, zu diesem schönen Akt gehören auch die Worte unseres Kapitäns Markus King. Markus. Ja, erstmal hallo zusammen. Vielen Dank für die super Unterstützung und die geile Stimmung in der Hauptrunde. Und ja, vielen Dank, Udo. Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, das verkörperst du schon seit Jahren. Du bist wirklich ein Adler durch. Und ich glaube, ein Vorbild für jeden. Und wir sind wahnsinnig stolz, dass wir dich haben. Und viele Leute bekommen gar nicht mit, was der Udo auch für uns Jungs macht, den ganzen Tag und jede Woche. Und nicht nur für jeden Fan und für jeden Adleranhänger ist der Udo da, sondern auch für jeden Einzelnen von uns in der Kabine. Und ja, dafür ein großes Dankeschön. Udo, du bekommst mein Trikot. Und ich möchte mich auch beim Team, ums Team bedanken, das heißt bei unseren Physios, bei unseren Ärzten, bei unseren Betreuern, beim Marketing. Ich möchte es keinen vergessen, also einfach bei allen, auch bei unseren Coaches. Es hat riesig Spaß gemacht dieses Jahr. Ja, und wir sind noch nicht am Ende. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Also weiter so mit der geilen Stimmung. Vielen lieben Dank und noch einen schönen Abend.
Thank you.